Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur siebten Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben unser Haus hier oben noch immer nicht fertig gebaut, unser Energiehaus. Das kommt aber vielleicht in dieser Folge. Mal gucken. Jack ist momentan nicht so fit. Den müssen wir sich erstmal erholen lassen und danach werden wir dann wohl, wenn er hier auch mit der Entspannung durch ist, werden wir nochmal ein paar Steinchen wegkloppen lassen. Apropos wegkloppen, 2, 4, 6, 7 Tierchen haben wir hier. Heißt, wir können einen töten. Ein Weibchen. Zwei Weibchen. Drei und vier. Okay, ein Weibchen kann also weg. Du bist die Auserwählte. Sechs Tiere passt eigentlich immer ganz gut. Drei Männchen, drei Weibchen, das passt. Produzieren wir auf jeden Fall mehr als genug Kacke. Wir fressen nicht so extrem viel. Beziehungsweise sie. Und regelmäßig können wir etwas schlachten für Leder und Fleisch. So, beim letzten Mal haben wir hier uns mit der Klimaanlage auseinandergesetzt. Heißt, hier sollten wir jetzt ein bisschen weniger Strom verbrauchen, weil diese Klimaanlage nur angeht, wenn wir über minus 5 Grad hier in unserem Kühlraum haben. Apropos Kühlraum, der ist gar nicht mal so voll, ne? Wie sieht es denn hier so insgesamt aus? Wir haben Löwenzahnsporen einfach Unmengen. Wieso haben wir da so viele? Wir hatten doch eigentlich die meiste Zeit... Hat jetzt die Hitzewelle wirklich sämtliche Felder? Alle? Da muss ich direkt ein Beweisfoto machen. Alle Felder hat die Hitzewelle zerstört? Selbst die Bäume? Ich weiß nicht, ob ich... Doch, wir hatten das... Doch. Ja, und Asche war ja auch noch da, ne? Das war eine fiese Kombination. Wir hatten Asche und Hitze. Na, tolle Wurst, ey. Na, Rita, da musst du jetzt aber eine ganze Menge leisten erstmal, wa? Aber Rita liefert jetzt eben auch die ganze Zeit, verdammte Axt. Setzen wir mal Rita das Ernten und Pflanzen wieder auf 1, sonst kommt sie nämlich nie dazu, hier unsere Felder wieder zu bestellen. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt dezent schade, ne? So, also, wir haben auf jeden Fall Löwenzahnsporen, haben wir mehr als genug. Palmfleisch haben wir auch 350, das passt auch. Kokosnüsse, sieht ganz gut aus, 105, die werden langsam mehr. Rotes Fleisch, okay. Rohes Insektenfleisch sieht halt nicht so gut aus. Wie viel? 1407 mal. Ja, warte mal, müssen wir hier gerade. Dieses für immer hier, das müssen wir teilweise, glaube ich, weglassen, ne? Ja, wir produzieren halt in jedem der Fässer für immer. Hier gehen wir mal bis auf so ungefähr. Dann werden wir hier... Hier können wir von mir aus für immer produzieren. Hier dann den. Hier den. Hier den. Hier den und ja, ist natürlich klar, dass wir da so viel. Geht natürlich. Achso, hier hatten wir schon ein Limit. Nee. Hä? So, super. Wird produziert, aber auch nur. Hä? Warte mal. 1,4000 auf Lager. War der nicht gerade schon auf Biss eingestellt? Naja, ist ja auch nicht so wild. Auf jeden Fall wird jetzt hier kein Sprit mehr hergestellt. Das ist sehr gut. Wie sieht es denn aus mit dem Bier? Ist das auch mal ein bisschen weniger? 106. Das hier geht bis 100. Bis 100. Bis 100. Bis 50. Bis 50. Warte mal, die 100er, die würde ich ganz gerne tatsächlich hier rausnehmen. So, bis 50 reicht auf jeden Fall. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben in den Regalen.
Brauche ja nicht 100 Bier hier ständig auf Lager. Wird ja auch nur schlecht, ne? So ein selbstgebrautes. So, Rita ist aktiv. Rita zieht richtig durch. Hier könnten wir verkleinern. Hier haben wir Klingengrasfeld. Das brauchen wir auch nicht wirklich. Was haben wir denn hier Schönes? Die Leinblüte sitzt ja da hinten. Da brauchen wir auch nicht wirklich mehr von. 378 mal Stoff, ja. Die Leinenblüte reicht auf jeden Fall. Können wir vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner machen, das Feld da hinten. Getreide 1407 sieht auch soweit ganz gut aus. Wir haben eigentlich von allem ausreichend. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben eigentlich von allen Sachen ausreichend. Nur Rauchblatt irgendwie nicht. Rauchblatt nicht so. Warte mal, machen wir mal Folgendes. Dann werden wir hier, ups. Einmal. Ja, toll. Einmal verkleinern. So, und dann setzen wir hier einfach mal noch ein Rauchblatt hin. So. Haben wir hiervon schon mal ein paar weniger. Können wir vielleicht sogar noch weniger machen, ne? Jetzt was mit Melonen. Melonen 1947. Sprich. Ich glaube, die Klingengrasfelder hier, die können wir auch weglassen, oder? Die kleinen entfernen wir mal hier, entfernen wir mal da. Machen wir hier ein bisschen, sortieren wir mal hier ein bisschen um. Hier haben wir das Klingengrasfeld, noch eins. Hier ist das Mulchrohrfeld, hier ist das Buttermelonenfeld. Buttermelonen, eins haben wir nur. Ein Buttermelonenfeld oder ist hier vorne noch eins? Da ist noch eins. Heißt, das hier entfernen wir. Die hier. Süßer Sirup 616. Werden wir auch mal das entfernen? Das brauchen wir hier an der Stelle nicht. Energiekristallfeld ist tatsächlich auf 100 mal Ton. Das ist interessant. Wir haben aber beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal oder beim vorvorletzten Mal haben wir festgestellt, dass sich hier doch wieder Sand einschleicht. Und hier sind es auch mittlerweile 27 Kacheln Sand. Hier sind es mehr geworden. Das waren zuletzt, war es nur eine Kachel Sand. Und die hier ernten wir ja auch wieder. Aber witzigerweise hier das hier. Das hier ist tatsächlich weiterhin fruchtbar geblieben. Tja, aber ich kann momentan ehrlich gesagt noch immer keinen Schluss ziehen. Bis auf, dass wir auf jeden Fall weniger Felder brauchen. Das ist definitiv zu viel, was hier steht. Lila Blatt behalten wir auf jeden Fall. Lila Blatt ist auch etwas, was wir auf jeden Fall zu wenig haben. Könnten wir auch mal düngen einfach hier an der Stelle. Tropenbaum lassen wir. Silizium lassen wir auch mal. Palmbaum 533 mal Holz haben hier wir. Was ist das denn da? Das ist ja auch sehr interessant. Habe ich es mir vorher auch noch nicht aufgefallen. Also eigentlich, was haben wir hier? Heilpflanzenfeld. Wie viele haben wir da? 236 Antibiotika. Das wird gar nicht so viel mehr, wie es aussieht. Hier haben wir auch noch den Schwubberschwamm. Schwubberschwämme haben wir 1461. Da glaube ich auch, brauchen wir nicht so viele. Wobei wir natürlich, wir hatten ja zuletzt hatten wir uns ja hier die Stimulanzien hatten wir uns erforscht. Die sollen wir natürlich auch nochmal hier in Auftrag geben, ne? Dass sie sich ab und zu mal eine Pille werfen können. So, und hier hätte ich ganz gerne, wollen wir noch mehr Verbände schneidern? Könnten wir natürlich machen, ne? Was wird hier so gedruckt? Okay, passt. Elektronische Geräte. Ja, wir müssen nochmal eben Expedition machen. Raumschifftrümmer, Melody. Auf geht's. Wir werden mal hier das Limit nochmal ein bisschen höher setzen.
Aber wir werden die mal nach ganz hinten schmeißen. Wir schmeißen die mal nach ganz hinten und auf, was weiß ich, 300, 400, 500 oder so. Und hier sind sie ja ganz vorne, sprich, wenn wir unter 50 fallen, dann wird hier sofort losgecraftet. Stoff aus Heu können wir uns auch sparen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Sprich, Glitzerkappe wird nur ganz zum Schluss gecraftet. Wunderbar, so müsste das ganz gut gehen. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Felder weiter an. Hier ist das Rauchblatt, das ist in Ordnung. Hier haben wir das Mulchrohrfeld. Hier sind wir auch mittlerweile bei 100% Ton. Heißt, hier können wir die Feldfrucht ändern. Wir gehen jetzt erstmal hier aufs Rauchblatt und gucken dann mal, was letzten Endes dabei rauskommt. Haben wir eigentlich gar nicht die Sündpflanze hier? Wir haben gar nicht die Sündpflanze hier, oder? Nirgends. Weil wir... ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Aber wir haben 534 synthetische Textilien, also irgendwoher muss es ja kommen. Woher bekommen wir denn die synthetischen Textilien? Hier nicht. Hier auch nicht. Da ebenso nicht. Haben wir doch irgendwo die Sündpflanzen? Hier? Nee. Hier sind nur Kristalle. Hier ist das Schwobberschwammfeld. Hier ist das Heilpflanzenfeld. Sag mal. Rauchblatt, Glitzerkappen, wobei das war hier vorher halt Mulchrohr. Woher haben wir denn die? Das ganze den ganzen synthetischen Stoff? Ich bin verwirrt. Ich bin tatsächlich verwirrt. Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich einfach keinen, aber... woher haben wir denn den ganzen Stoff? Haben wir die irgendwann mal angebaut? Weil wir können ja hier, können wir nicht verkaufen. In dieser Staffel. Insofern lohnt es sich hier nicht großartig übermäßig anzubauen. So, mit dem Kochen, da ja, kommen wir danach. Ich bin mir da nicht so sicher. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, ne? Christa, die kocht und tut und macht. Notration natürlich auch. Apropos, müssen wir uns nochmal... aha, guck mal. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal austauschen. Du bekommst mal die bessere Railgun in die Hand. Ui. Da gehen aber einige Waffen kaputt. Okay, also irgendjemand muss dann sich auch mal wieder hier ranstellen, ne? Vivian. Werden wir mal das erstellen, weil Vivian auch noch auf 1 setzen. Schneidern und erstellen, weil... das hätte ich ganz gerne, ehrlich gesagt. Ich hätte ganz gerne, dass sie da immer dafür sorgt, dass wir ausreichend Waffen auf Lager haben. Das wäre schön. Bögen könnten wir fast sogar noch darüber nachdenken, die zu behalten, ne? So als Notfall-Backup, damit wir überhaupt ausreichend Waffen haben. Ja. Energie passt auch weiterhin nicht so wirklich, witzigerweise. Schon wieder eine starke Hitzewelle, ne? Wahnsinn. Okay, die fünfte Klimaanlage, die scheinen wir hier tatsächlich nicht zu benötigen. Wir könnten natürlich auch darüber nachdenken, hier noch eine zweite auf den Kontrollschaltkreis 10 zu setzen, ne? Um mal zu gucken, ob das trotzdem funktioniert. Dann würden wir nämlich ein bisschen weniger Energie noch verbrauchen. Das könnten wir uns mal anschauen.
So, Futter. Ja. Futter ist in Ordnung. Christa entspannt sich erstmal ein bisschen. Das kann sie von mir aus tun. Aber wir müssen natürlich auch darauf achten, dass immer ausreichend Futter da ist. Wobei, es ist ja niemand Neues dazugekommen. Insofern sollte das eigentlich locker passen. Christa ist ja bisher auch nachgekommen. Also wird sie es jetzt auch schaffen. Sie macht irgendwas mit Bier. Ach, wie das leckere Fleisch hier, wie es aussieht. Vielleicht sollten wir hier aber einmal die, wobei die Fleischsuppe ist ja da schon. Weil die gehen natürlich schneller hier, dieser Kram, der ist natürlich bedeutend schneller zu craften, wie man hier sieht. Ja. Nee, Christa kommt definitiv hinterher. Da müssen wir uns, glaube ich, echt keine Gedanken machen. Hat funktioniert. So, und Rita hat... Meine Güte! Rita hat jetzt tatsächlich hier im Grunde genommen die Felder auch alle angepflanzt. Das ging jetzt aber schnell. Meine Fresse, da hat sie aber durchgezogen. Ja, das mit dem Holz lassen wir jetzt erstmal noch, ne? Ich würde ganz gerne dann später nur noch diesen Teil hier behalten. Wir werden aber jetzt erstmal noch das ganze Feld behalten, weil wir sind ja nur bei 533 mal Holz. Was mir persönlich viel zu wenig ist. Was mir auch zu wenig ist, ist das Heu. Aktuell. Naja, es dürfte ja hier dann wieder mehr werden. So, Vivian, die setzt sich sogar direkt hier ran und craftet ein bisschen fröhlich das Pulsgewehr. Das ist sehr gut. Oh, ich sehe gerade, lassen wir hier unten eigentlich die unvollendeten... Nein, lassen wir nicht. Unvollendete Gegenstände sollten hier natürlich auch durchaus zugelassen sein. Damit... Wenn sie irgendwas austauschen, das ist jetzt zum Beispiel, müsste es passiert sein. Wir müssten jetzt irgendwo eine unvollendete Railgun 2.0 liegen haben. Das musste sie dann erstmal nach hier vorne irgendwo bringen, was natürlich ein viel zu langer Weg ist. So, dann werden wir einmal... hier ist ein 3D-Drucker, auf der anderen Seite könnten wir auch noch einen hinsetzen. Mehr als zwei brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Dann könnten wir also hier... ein paar Lager hinsetzen. Und zwar kopieren wir uns einmal das. Einmal hier eins. Ups. Kopieren. Einmal da eins und einmal da eins. Und dann auch hier und dort. Da und da. Und hier und da. Und den hier, wie gesagt, den können wir uns eigentlich auch abreißen. Wir brauchen nur noch einen. Selbstzerstörungswarnung, das ist gut. Da flitzen wir mal ganz schnell hin. Diesmal wirklich schnell. Vielleicht haben wir Glück und da gibt's was Nettes. So, Vivian craftet hier, das ist gut. Dann können wir den... können wir uns dann hier daneben stellen. Wunderbar. Gut, und hier würde ich jetzt ganz gerne, in den Jungs würde ich ganz gerne einmal nehmen. Hier hätte ich gerne nur die Metalllegierung. Die Einschränkung kopieren wir uns auch. Ich meine, so viel Metalllegierung werden wir niemals haben. Aber was soll's. So, und dann hier nur Kohlenstoff-Nanoröhren-Einschränkung kopieren. Werden wir bestimmt auch irgendwann nochmal umändern. Einfügen. Einfügen. Und einfügen. Den Platz können wir einfach besser nutzen. Warte mal, wir machen das anders. Wir werden den... das Teil werden wir abreißen. Dann haben wir hier... die Kohlenstoff-Nanoröhren. Dann setzen wir hier einmal die Metalllegierung hin.
Den hier reißen wir ab. Zack. Warte. Ja. So lassen wir das. Und dann machen wir hier. Hier hauen wir noch Regale hin. Hier schmeißen wir jetzt einfach noch schnell ein paar Regale um die Ohren. Ne, hier so. Und da. Und gut ist. Was haben wir hier? Alle Waffen, die du finden kannst. Verdammt! Ich habe so auf was Gutes gehofft. Oh, guck mal, das ging jetzt aber schnell, ey. Vivien, die hält sich aber jetzt richtig ran hier. Genau, wenn wir damit durch sind, dann macht es ja sowieso wieder alle anderen Sachen. Aber das ist immer wichtig, dass sie das erstmal priorisiert. Also, dass wir als allererstes erstmal die Klamotten priorisieren. Wenn sie damit durch ist, soll sie bitte das hier priorisieren und dann soll sie erst alles andere machen. So, es ist Nacht. Unsere Survivor pennen. Würde sagen, das machen wir auch, Leute. Gute Nacht. Ne? Bis zum nächsten Mal. Dann bauen wir hier die Regale ein. Tschüss, vielen Dank fürs Dabeisein.